Ach ja. Wieder ein Tag in Death Bro. Und diesmal mit einem Deck, das ich eigentlich schon längst vorzeigen wollte, aber um echt zu sein, ich bin dämlich. Weil, als ich das letzte Mal Death Bro aufgenommen habe, habe ich vollkommen vergessen, die Audiodatei von Outer City abzuspeichern. Das heißt, es war keine Sounddatei. Da ist ja nur das bloße Duell gewesen und, ja, das hat er ganz weg gehabt. Was ist das jetzt? Zombie-Deck. Yay. Zombie-Zieher-Deck, hä? Ne? Der Kumpel hat so schlechte Karten. Ich habe aber auch gerade schlechte Karten. Vor allem habe ich nur Fallenkarten gezogen. Oh mein Gott! Gut, das sektische Spiel ist darauf ausgelegt, alle Effekte des Gegners so gut es geht zu verhindern. Und da ziehe ich nicht ein. Oh, was hat denn der da? Oh, das muss ich. Muss ich das? Ja, muss ich. Effektverschleierer kann ich zur Not noch wiederholen, aber den Wichser dahin wollte ich nicht am Leben lassen. Oh, klasse, goldener Sarkophag und noch eine Tolkien. Ach, bitte. Gut, dass Dimensionsgefängnis keine Karten zerstört, sondern einfach aus dem Spiel schmeißt. Jeder Zug, den ich keinen Schaden kriege, ist ein guter Zug. Und um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich so. Ja, ich habe mich eigentlich jetzt schon selber gekriegt mit Tolkien. Ich benutze die Karte in der Regel überhaupt nicht, aber dieses Deck ist so groß, dass ich irgendwann mal einfach Karten ziehen muss. Wo habe ich den Drachenherrscher? Da. Ich habe keine Wahl. Und dieses Deck hier ist wirklich vollgepackt mit Karten. Also mit Konterfallenkarten. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich. Ja, ich ziehe jetzt natürlich keine. Ist auch nicht, ist auch vollkommen egal. Also falls mein Gegner was beschwört. Das ist sehr gut, denn Affengeist starkes Synchromonster kann ich jetzt gebrauchen. Vor allem eins, in dem die Fallenkarten vollkommen egal sind, solange es selbst angreift. Aber das ist einfach ein nettes Messer für sowas. Mal sehen, GB Jäger. Was macht er jetzt? Ja, da. Sie den absorbieren atommächtig. Wichser! Was? Nicht Horus! Ich sollte mir echt einen Fairy-Lockdown-Deck bauen. Wie JD mir das gesagt hat, obwohl ich es eigentlich hasse. Strategien zu benutzen, die ich selber nicht abkann. Ja, entfernt hat viel ruhig, ist mir wurscht. Ich hab den zweimal drinne. Und heilige Scheiße, nee, ey, was wird das? Das Plasma rausgeschmissen, das Arschloch. Ist er jetzt mal gut? Gut, dass es sechs so viele Karten hat. Also habe ich nichts zum Kontern, leider. Ist aber auch scheißegal. Ich muss seinen schwächsten Wichser, ich muss seinen stärksten Wichser angreifen. Ich kann ihn jetzt schon nicht ab, aber er benutzt wenigstens mal was Originelles. Gut, ich brauche einmal Rageki. Habe ich die eigentlich schon im Friedhof liegen oder kann ich die noch nehmen? Liegt man nicht im Friedhof, also könnte ich Glück haben. Wenn er nicht gleich wieder alles kaputt macht.
Oh, das Deck hier ist nur ein Prototyp. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwas gewinne. Obwohl ich zwei Duelle gewonnen habe, was schon sehr witzig ist. Alter, werd fällig. Na komm, Mittel mein halbes Deck. Na, hohes Level ist jetzt auch weg. Jetzt macht er wahrscheinlich super dolle, super derbe Synchro-Monster. Dann bin ich raus. Dann weiß ich schon, dass er nichts mehr wird. Effektive Strategie, die ich übrigens hasse. Bin dort.